So, da sind wir wieder. Ich habe noch mal kurz Zeit. Siehst du, ich habe doch da gespeichert und nicht hier. Wieso hatte mich da hingesetzt? Und jetzt kommt wieder dieses Geräusch. Das Horn von Gondor. Ich habe noch mal Zeit für eine einzige Folge. Und ich habe gerade richtig Bock auf das Game. Deswegen nehme ich auch noch mal kurz auf. Hätte ich am Anfang nie erwartet, dass mir das dann doch relativ viel Spaß macht. So, wir müssen ja immer noch Sachen spenden. Trockentor. Oh, shit. Okay, lassen wir das wieder fallen. Zack. Und Trockentor und Trockentor. Es wundert mich ja, dass hier nicht gleich irgendwo eine... Ach, hier muss gleich eine sein, okay. Da, okay. So. Was? Die haben das scheiß Dorf übernommen? Wo finde ich das jetzt noch? Füchse? Dann haben die das in der kurzen Zeit, als ich weg war, übernommen, ne? Wie hießen die nochmal? Auf der Insel gibt es derzeit keine Fixedörfer. Haha. Na geil. Und nu? Aber es kann sein, dass... dass das Hauptdorf ist und... Jo, die greifen es an. Es ist wieder feindlich hinten. Aber cool. Okay, was war das nochmal? Weichglas. Die Beeren. Dünneisen hatten wir noch nicht wieder. Mist. Neutral. Ich würde hier jetzt einfach wieder nach den Eiern suchen. Beziehungsweise haben wir hier auch die Möglichkeit, die Glasdinger herzustellen. Ey, die Vögel expandieren ganz schön. Meine Fresse.
Sehr gut. Keine Fußspuren im Sand, das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne ein bisschen mehr jetzt haben, damit wir auch gleich noch ein bisschen handeln können. Aber ich hier keine komischen Fluffies. Da. Sehr gut. Trockenton. Nee, doch nicht. So. Jetzt finden wir das ohne Ende hier. Okay. Ab zur Spendenbox und dann müsste das jetzt hier theoretisch reichen. Verbündet. Nice. Bevor wir jetzt ins Dorf da reinreiten, will ich mal gleich wegen dem Bergelied nachgucken. Hätten wir gleich machen sollen, gleich zu Anfang. Sehr schön. Drei Kugeln, vier Bergelied. Shit. Ich weiß nicht, wo ich noch drei Kugeln herfinden soll.
So, erstmal will ich kurz Handel traden. Der Händler war da oben. So. Stofftuch-Idee kriegt man überall scheinbar, wa? Faststiefel-Idee. Und. Ja, die Handschuhe, aber keine Waffe. So. Ach, mit den Fröschen sind wir wieder neutral jetzt, scheiße. Sieh mal einer an, der Mensch braucht einen Fechsel. Das sollte lustig werden, eine Kreatur mit kleinem Hirn sucht nach Hilfe. Woher willst du denn wissen, dass ich Hilfe brauche? Naja, warum zur Bombe solltest du sonst mit einem Fechsel reden wollen? Ich will alles wissen, was du über den Irrtum weißt. Der Irrtum was? Darüber sprechen wir nicht allzu oft. Trotzdem sind wir doch wirklich ein hilfsbereiter Haufen, oder? Okay, hier kommt die Abmachung. Unser Häuptling hat nach einem Weg gesucht, um einfach an ein bisschen mehr Territorium zu gelangen. Es geht so das Gerücht um, dass du dich mit der Politik von Albemarle ganz gut auskennst. Hilf uns, das nahegelegene Dorf zu erobern, das ich auf deiner Karte markiere. Und zwar unter Einsatz unserer neuen Erfindung, den Überfallfackel. Danach werde ich dir alles sagen. Mit Überfallfackeln kann man Plünderer auf andere Dörfer losschicken, das haben wir ja schon gemacht. Wenn sie erfolgreich sind, übernimmt die überlegene Spezies das Dorf. Einsetzen, setze eine Überfallfackel in der Nähe eines Zieldorfs ein und sieh dann zu, wie die Angreifer eintreffen. Das funktioniert nur bei Dörfern von einer anderen Spezies, als der, von der du die Fackel bekommen hast. Und sogar noch als Idee, das ist natürlich geil. Ich hab mir fast gedacht, dass wir das Dorf attackieren. Sag mal, folgt der mir oder wird? Nee. Ach, die Zeit ist verlangsamt, wenn wir da im Menü sind. Okay. Sag mal, wenn wir schon mal hier sind. Naja, es wäre auch zu schön gewesen. Und ich dachte, die hauen ab. Aber er zeigt mir ja... Warum zeigt ihr mir das doch als Ziel wieder an? Verstehe ich nicht. Wo bleiben meine Leute?
Ach, scheiße. Eieiei, das war nicht gut. War jetzt auch das härteste Dorf hier, was man angreifen konnte. Was haben wir noch? Schnitt zu futtern. Was da ist, relativ viel von da. Alter! Gott, nu! Sind die Häuser jetzt alle weg gewesen? Na, die kommen alle an. Wo bleibt ihr? Sie kommen. Sehr gut. Eieiei.
Wieder einer weniger. Eieiei. Kommen noch mehr. Ich hätte die vorher vergiften sollen oder so. Okay, das war eine wilde Angelegenheit. Ich sollte jetzt auf Schnuski warten. Toll. Natürlich den Krami noch einsammeln. So, was haben wir denn hier alles? Plünderabzeichen, Weichglas, Sandstein. Komisch, dass sie uns jetzt nicht angreifen. Kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Diese komischen Dinger bräuchte ich überhaupt noch gar nicht, ne? Diese Großzapfen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jemals irgendwie benutzt habe. Nein. Die steht hier irgendwo noch Loot rum. So, so. Ich glaube, dann haben wir es jetzt auch. Und dann talken wir in der nächsten Folge mit Schnuski. Denn jetzt ist Schnuski. Spitze, bedanke mich. Bis denn, Herr.